Servus, Gerde Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in Ultimate General Civil War. Und wir sind hier an einem Nebengefechtsschauplatz. Nebenkriegsschauplatz passt ja nicht bei einer einzelnen Schlacht. Unsere Operation bei Chancellorsville. Und zwar haben wir Feind in der Flanke hier bei Salem Church. Und wir müssen ihm entgegengehen. Ich hatte letzte Episode aufgehört, war mir nicht ganz sicher, ob ich noch eine weitere Artillerieeinheit Batterie mitnehmen sollte. Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe hier oben bei der ersten Division nochmal eine Infanteriebrigade rausgenommen und habe sie durch eine Artilleriebatterie ersetzt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir sollen hier oben halten. Es ist die Frage, ob wir wirklich an der Straße entlang marschieren. Ja, die Frage ist es nicht. Die Frage ist eindeutig, an der Straße können wir am schnellsten marschieren. Wir führen also, ist da was, wir führen aber nicht mit unseren Besteinheiten. Reed geht voraus, gefolgt von Hood, gefolgt von Perry und Wheeler. Ja komm, wir machen das jetzt ordentlich. Ordentlich in dem Sinne, dass wir die Einheiten jetzt nach und nach da darüber bringen und nicht querfeld einziehen. Mal schauen, ob mir jetzt hier meine Authentizität jetzt hier zum Problem wird. So, Hill lassen wir dran, Grimes lassen wir dran, Panda ziehen wir direkt mit und Hayes bleibt hier unten bei der ersten Division. Wir starten das Gefecht, ich mache Pause. Und dann bewegen wir die Einheiten doch mal hier auf der Straße entlang. So. Die Artillerie lasse ich erst ein bisschen später nachfolgen. Einfach nur, weil die sich sehr, sehr schnell bewegt. Wisst ihr was? Wir beim Reed koppeln wir noch die Skirmische ab. Die sind nämlich schneller und können uns ein bisschen als Aufklärer dienen. Was macht Hayes jetzt hier? Hayes soll stehen bleiben. So, schauen wir mal. Also wir sind jetzt hier tatsächlich in einer quasi echten Formation. Wir bringen Panda mal nach. Reed Skirmishers. Wir nehmen vom Hood auch noch Skirmisher weg, die wir ebenfalls schnell nach vorne bewegen, um eventuell schon mal Stellungen zu besetzen und gegebenenfalls für einen hoffentlich möglichst kurzen Zeitraum zu verzögern. Hier, Reed Skirmishers sind schon unterwegs. Gehen wir die Geschwindigkeit mal auf normal. Hayes nachziehen. Alle in Marsch setzen. Bin ich mal gespannt, ob jetzt hier das, was ich hier mache, mir zu große Nachteile verschafft. Das ist der Rest, die bewegen wir hier hoch zur Kirche. Ich mag das übrigens wirklich sehr, ich weiß, ich wiederhole mich da, so alle 10, 20 Folgen. Ich mag es sehr, dass man hier einfach Wegpfeile einzeichnen kann. Hey, ich zieh mal nach, okay. Ist Panda schon unterwegs? Nein, noch nicht unterwegs. Panda. Jetzt habe ich meine Artillerie vergessen. So, die Skirmisher sind gleich in Stellung.
Skirmisher 241, Mann, was haben die für Gewehre? Die 1841er Mississippis, oje, oje. Gut, immer eine Reichweite von 300. Die haben die Harper's Ferry 1855er, die sind schon deutlich besser, 350 Meter Reichweite und sehr treffsicher. Wir werden die zweite Division in den Wald hier nördlich der Kreuzung stecken und die erste Division müsste es sein, die erste Division südlich davon. So, aber jetzt sieht es doch zumindest einigermaßen militärisch authentisch aus, wie sich die anderen bewegen, außer Panda. Komm. Ach, jedes Mal, wenn ich einen neuen Befehl erteile, bleiben die erstmal kurz stehen. So, gut, schauen wir mal, was wir hier für Gewehre haben. Mississippi 1841er, die sind natürlich, ja, es geht gerade noch so. Hier, Wheeler hat noch, wie kann es denn sein, dass ich hier eine 2-Sterne-Einheit noch mit Springfields 1842er ausgerüstet habe? Und hier Actor hat ebenfalls die Palmettos noch. Ja, okay, das ist das dritte Korps. Im dritten Korps, da hat es geldmäßig noch nicht für alles gereicht. Es wird jetzt Zeit, dass meine Artillerie hier nachkommt. Ich ziehe die jetzt einfach so hier vor. Warum wird Reed jetzt hier so langsam? Das ist interessant, dass die Adler jetzt so langsam ist. Normal sind die immer deutlich schneller. Gut, wir gehen mal mit der Geschwindigkeit auf Stufe normal. Müssen wir ein bisschen Militärpolizei hier auf den Weg unterbringen, damit die Einheiten hier sich nicht gegenseitig in den Stau stellen. Noch keine Unionseinheiten zu sehen, das ist gut. Heute ein bisschen langsamer, gut. Barry müsste ebenfalls... Nee, Barry... Second Division, Second Division... Second Division. Dann können wir hier mit der ersten Division direkt hier. Das sind Hood Skirmishers. Okay, Hood gehört zur zweiten Division. Nach wie vor keine Unionssoldaten hier zu sehen. Nicht, dass ich mich beklagen möchte hier. Bringen wir unseren General hier mal zentral in Stellung. Häuser können natürlich auch besetzt werden, gell? Ist da was, die dritte Division, die vierte Brigade hier von der zweiten Division, die bringen wir jetzt hier einfach mal unter. Nach wie vor kein Feind. Wisst ihr was? Wir sondern hier bei Sedgwick's 1. Division greift an. Schauen wir mal, von wo die angreift. Jetzt wird es Zeit für die Artillerie. Kommen hier über die Flanke auch welche rein. Zweite Division, zweite Division. Das muss jetzt hier beeilen mit der ersten Division. Wir schauen uns mal jetzt die Skirmisher, wir laufen mal.
Ah, die laufen eh schon, dass wir hier die Skirmisher noch aufhalten können. Gehen wir hier in den Waldrand. Und dann ist auch Reed schon in Position. Die dritte und leichte Division von Cedric nähern sich. Die Skirmisher können wir zurückbeordern. Ja, immerhin haben wir jetzt schon mal Stellungen am Waldrand. Lassen wir mal hier Hut noch ein bisschen laufen, dass wir schneller in der Stellung sind. Okay, Stellung bezogen. Bringen wir die Artillerie mal hier hin. Hector muss sich beeilen. Wie sieht es denn aus hier mit Moralverfassung 93? Das heißt, ich kann die ruhig ein bisschen laufen lassen, damit wir schnell in die Stellung kommen. Gegen Browns Brigade hier unten. Nur aufpasst, dass wir nicht zu viel zu schnell sind. Die Verfassung ist noch gut. General Hill hier an die Front. Okay, Hector, nicht mehr laufen. Dafür horzen. So, artillerische Stellung. Wir haben hier immerhin 18 Geschütze, 18, 12 Pfünder Haubitzen. Noch nicht mal die Napoleons. Im dritten Korps ist eher mein Ersatzmaterial zu finden. Aber ich denke, wir kommen da ganz gut zurecht. Hood Skirmishers können wieder zurück zu ihrer Einheit. Und Robson darf schon hier in die Stellung rennen. Okay, wir konnten also Stellung. Die Union zieht sich hier schon zurück. Ja, wir haben unsere Stellung ja auch schon bezogen. Da müssen sie erstmal durchkommen. 1:58. Jetzt bin ich gespannt, ob die sich jetzt komplett zurückziehen. Hobson muss auch nicht mehr rennen. Können wir hier ebenfalls einen Waldrand in Stellung bringen. Und gleiten als Reserve. Tatsächlich, die großen, die Brigaden haben sich jetzt alle schon zurückgezogen. Tja, und wenn man die Kavallerie nicht hat, vermisst man sie. Wie auch jetzt, gegen Artillerie vorzugehen. Aber ich sage das jetzt eigentlich eher so ein bisschen aus Spaß. Ich kann auch mit der Kavallerie sowieso nichts anfangen. Hood muss hier stehen bleiben.
So, schauen wir mal. Verluste. Panda hat 22 Verluste beim Feind zugefügt, 3 eigene. Haze. Oh, Haze hat schon 20 Mann verloren und lediglich 14 auf gegnerische Seite rausgenommen. Kein gutes Verhältnis. Aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, hier Artillerie mitzunehmen. Ist da was? Wir versuchen mit Gladden jetzt ein Manöver hier in die Flanke des Feindes. Ich konzentriere mal meine Artillerie auf Harris Brigade hier. Haze steht zu nah dran. Ich glaube, ich muss ihn zurückführen. Wir haben schon 32 Mann Verluste bei Haze. Ja, das sind die mit den Palmettos hier. Ich habe hier einfach nicht die Reichweite. Enfields, Springfields 1855er. Wisst ihr was? Ich muss Gladden austauschen hier gegen Actor. Ich habe hier einfach zu schlechte Reichweite mit den Palmettos. Und auf Skirmisher abstellen für die Flanke im Süden. Warum feuert Haze eigentlich nicht? Jetzt. Ich lasse Haze ein Stück zurückfallen, die sind mir zu exponiert. Die haben zu viele Verluste. Wir ziehen jetzt Actor hier raus und bringen Gladden her mit den besseren Waffen. Die Springfields 1855er haben 340 Meter Reichweite. Eine Stunde 37 hier noch. Im Norden haben wir die feindlichen Angriffe schon abgewehrt. Die werden mich jetzt von hinten, nicht von hinten überlaufen, oder? Nee. So, mit Gladden kommen wir jetzt hier an Brown ran. Zwar auch nur knapp. Gehen wir mal auf normale Geschwindigkeit. Hier wird jetzt nicht mehr... Kann man nicht vorstellen, dass wir jetzt hier noch in große Schwierigkeiten kommen. Und ich bewundere jeden, der dieses Spiel auf der Spielgeschwindigkeit durchgehend spielt. Was macht Neil da wohl? Wisst ihr was, ich muss Neil ein bisschen beschatten. Das machen die Skirmisher von Hobson. Wir haben bei Haze schon zwei Kanonen verloren. Panda ist noch vollzählig. Hier unten ist eine weitere Brigade. Brown.
Komm, wir ärgern die mal. In die Flanke hier. Und wieder zurück. Gut, da können wir jetzt die feindlichen Angriffe einfach durchstehen, denke ich. Aussitzen. Oh, da ist Neil. Eine weitere Einheit der Union im Rout. Also gebrochen und auf der Flucht. Also gebrochen noch nicht, aber auf der Flucht. Und zwar panikartig. Sieht fast so aus, wenn es das gewesen ist, oder? Gehen wir mal auf hohe Geschwindigkeit hier. Gut, wir gehen mal wieder auf normale Geschwindigkeit, denn hier im Süden, gehen wir mal auf langsam, haben jetzt drei Brigaden, die uns hier Probleme bereiten wollen. Wir schicken Hayes hier runter. Und Gladden. Dafür benimmt der andere Hayes ohne E. Halt, das war der falsche. Wer ist es? Ja, kriege ich den jetzt nochmal erwischt hier? Aber ein gutes Manöver hier von der KI. Wir werden Wheeler ebenfalls noch hier runter rüberbringen. Unsere Reserve, die ist zwar von der zweiten Division, nicht von der ersten, aber das macht nichts. Gehen wir der Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Actor halten. Ich glaube, ich bringe Panda hier ebenfalls noch ran. Auf alle Fälle ein sehr interessantes Manöver hier. Der Union. Gehen wir mit Gleiten in die Flanke. Lenken sie mit unseren Skirmishern ab. Ja, haben den Braten gerochen. Hayes zurückfallen lassen, hier hoch. Jetzt wird Neil brutal zusammengeschossen. Und im Norden probiert's Grind nochmal. Wieder verschwunden. Bring mal Hayes ein bisschen näher an den Waldrand hier.
Hobson Skirmisher kommen wieder zurück zur Stammeinheit. Und Gladden wird jetzt hier Brown schmeißen. Ja, flüchten auch schon. Die wissen, was ihnen droht. Jetzt ziehen wir eine Artillerieeinheit wieder nach Norden hoch. Boah, wieder massive Verluste hier bei der Union. Minuten noch, da brennt nichts mehr an. Haben wir ziemlich viel Artilleriefeuer eingesteckt, anhand der Krater zu sehen. Geschwindigkeitsstufe höher. Da passiert nichts mehr. Die brannten hier immer so an, dann werden wir sofort wieder zurückgeschmissen. Minuten noch. Weißt du was, ich bin jetzt ganz verwegen. Wir gehen auf höchste Geschwindigkeit. Nil abgebogen. Ja, sie probieren es immer kurzfristig, aber das hat keinen Sinn. 9 Minuten noch, da stehen wir durch. Dann haben wir das Gefecht hier bei Salem Church auch geschafft. Und damit müsste Chancellorsville eigentlich durch sein, die große Schlacht. 3 Minuten noch. Boah, die Union hat wieder massive Verluste hier. Wir beenden. 4.400 Mann Verluste auf Unionsseite, 1.300 Mann auf Konföderiertenseite. Ja, wir sind auch mit 15.000 Mann reingegangen, die Union bloß mit 9.000. Viele Waffen haben wir nicht erbeutet, ein paar Pattern 53ers, 1.200, ja, Tropfen auf dem heißen Stein, aber damit müsste die Schlacht eigentlich durch sein. Ja, Schlachtbelohnung, Karrierepunkte 3, Ruf 33, 12.600 Mann und 330.600 Dollar und 72 Gefangene konnten wir gegen 72 Rekruten austauschen. Ich würde sagen, Karrierepunkte verteilen wir jetzt noch schneller und den Rest machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Weil wir sind eh schon ziemlich ausgemaxt. Truppenteil braucht man nicht dringend erstmal. Wirtschaftlichkeit. Wir gehen mal mit Wirtschaftlichkeit 1, 2, 3 hoch. Yes, sir. Das war's auch schon. Wobei wir sollten schauen, was uns noch erwartet. Als nächstes die Schlacht. Brandy Station am 9. Juni und dann die nächstgroße ist dann schon Gettysburg. Spannend. Kommen wir auf etwas, was wir als Europäer auch recht gut kennen. Ihr da draußen, die Zuschauer, sind natürlich viele dabei, die sich sicherlich auch ganz gut auskennen im amerikanischen Bürgerkrieg. Aber so in Europa ist Gettysburg noch so ein großer Name, der noch irgendwie anklingt, was den US-Bürgerkrieg betrifft. Bin ich jetzt auch sehr gespannt darauf. Aber in der nächsten Ausgabe dann erstmal Brandy Station. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf alle euren Schlachtfelder macht es gut. Ciao, Pfitz, euch Servus.